Ihr habt eine faire Chance. Eure Fallschirme sind scharf. Also von daher eigentlich sollte das hinhauen. Schauen wir mal, was so passiert. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass die jetzt nicht in Streik gehen, weil eigentlich sind sie jetzt habitation-technisch. Also klar, sie verhungern jetzt. Nehmt das nicht so wörtlich. Ja, Lading Grew, Landing Grew. Wenn man sich mal an was gewöhnt hat, du weißt ja, wie das ist. Ich habe bei Yin ungefähr 500 Folgen gebraucht, um nicht mehr Jin zu sagen. Hast du gerade gesagt, ich soll das Essen über Kafrika abwerfen? Das ist echt irgendwie unangebracht, Yin. Und Australien vertrocknet das nur. Da sollte ich lieber das Wasser abwerfen. Gut, das scheint aber mit der Habitation zu klappen, oder? Mal gucken, ob sie bis unten durchhalten. So. Gut, fröhlicher Wiedereintritt. Ich denke mal, wir knallen hier irgendwo so an die Tag-Nacht-Grenze, wahrscheinlich ein bisschen dahinter. Hoffentlich knallen wir da nicht rein, das wäre noch ganz schön. Aber ansonsten, okay, das scheint mit der... Ich hätte jetzt gedacht, dass die irgendwie in Streik gehen, die Vögel. Ich habe es ihnen wirklich zugetraut. Ach so, das Hab ist noch Wit in 150. So lange zählt das noch, oder was? Ah, okay, ja, wenn man es genau liest. Vessel shared within 150. Noch ist es das tatsächlich. Aha, also langsam verstehe ich, dank eurer Hinweise, wie es funktioniert. Was ich immer noch faszinierend finde, ist, dass das mittlerweile wirklich einen Schatten wirft, ne? Es ist aber gar nicht mehr in 150. Jetzt drehen sie durch, oder? Oh-oh. So, was bedeutet das jetzt? Hab 7 Tage 2. Da sind wir natürlich drüber, oder? Ja. Das heißt, jetzt drehen sie gleich durch, richtig? Müssen sie ja eigentlich. Oder nicht, weil sie noch Home haben. Fragen über Fragen. Wir werden es sehen. Entweder kommen sie unten an. Oder eben nicht. Ich meine, eigentlich ist alles gut. Sie haben Hitzeschild ausgerichtet. Ab jetzt kann eigentlich auch das SRS ausfallen. Das ist eigentlich alles egal. Die Fallschirme sind scharf. Ja, aber Hab, verbraucht sich denn Habitation? Tatsächlich. Heute ist die... Ach, seht ihr? Das ist nämlich der Unterschied. Ich habe die 7. Folge eingetragen, tatsächlich. Aber im Gegensatz zum YouTube-Interface, wo man einfach einträgt und der das automatisch dann übernimmt, den Namen, muss man bei Twitch immer hier irgendwie Informationen aktualisieren drücken. Yep, yep, yep. Okay, das heißt, man ist quasi dann mit Hab safe durch die Kapsel mit 7 Tagen und 2 Stunden, weil man so lange nicht für die Landung braucht. Okay, langsam wird ein Bild draus, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, das hier wird eine relativ entspannte Landung. Aber da kommen wir sogar noch im Tageslicht irgendwo runter. So, schöne Partikeleffekte. Irgendwo ist doch bestimmt auch unsere Reste. 1,5 Kilometer schon von uns weg. Schön mal gucken, wie das hier alles in Flammen aufgeht. Ach, aber die blöden Solarpanels halten noch, ne? Wusch. Sehr schön. In Einzelteilen kommen wir glühend zum Boden zurück. Von Minmus, versteht sich. Aber es explodiert einfach nicht, ne? Ich halte das für unrealistisch, dass die Solarpanels noch da sind. Was ich mir Lustiges auf den Grill gehauen habe? Gar nichts weiter. Normales Fleisch. Alles super. Hast du überhaupt noch Fallschirme? Natürlich habe ich überhaupt noch Fallschirme. Wo willst du denn? Warum sollte ich keine Fallschirme haben? Hier, 3 Stück. 1, 2 und einen dritten.
Alles ist gut. Guck mal, Fischkopf guckt schon oben aus dem Fenster. Der ist schon der als Pilot richtig erwartungsfreudig. Und Landing Crew, Landing Crew, ich arbeite dran, ehrlich. Ich mache das nicht mit Absicht. Wir müssen nochmal ein Karrieregespräch führen, weil nach irgendwie so ein paar 30 Tagen auf einer Raumstation schon irgendwie durchzureden, wieder nach Hause zu wollen, ist nicht gut für dich, ne? Wir können dich ja hier nur auf Kurzzeitmissionen einsetzen, wenn du so schnell einknickst. Was ist denn los, wenn wir dich mal nach Duna oder Eve schicken und du willst plötzlich nach Hause? Das geht da nicht so einfach. Fleisch ist ein Gemüse. Ja, Fleisch. Ich habe tatsächlich nur so Fleisch und Würstchenkram und so auf dem Grill gehabt. Ich glaube nicht an Gemüse. Zumindest nicht beim Grillen. Naja, gut, er ist ja auch kein Ingenieur. Er ist ja Wissenschaftler. Als Wissenschaftler darf man ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, weicher sein, ne? Gut, das sieht nach einer schönen Landung aus. Auch nicht ganz so wolkig heute. Ah doch, da kommt ein ziemlich großes Wolkengebiet sogar. Schnell landen, bevor der Regen kommt. Jetzt schauen wir mal, ob drei Fallschirme eine gute Idee war für eine Kapsel dieser Größe. Aber eigentlich müsste das relativ gut hinhauen. An dem Deckel müssen wir echt noch arbeiten. Also optisch nimmt der mich noch nicht komplett mit. Das muss ich ehrlich sagen. Da ist noch Potenzial auf jeden Fall. So, ich mache mal kurz ein bisschen Zeitraffer. So spannend ist das ja nicht. Auch mit einer kleinen Gebirgsbesichtigungstour. So, Fallschirme sind raus und Fallschirme sind dann hoffentlich irgendwann auch mal auf, bevor der Boden kommt. 700 Meter davor habe ich gehört. Alter. Alter. Ah, da waren ja noch 140 Meter Platz. Gott, wenn das die NASA gesehen hätte, der Mensch wäre drei Leute tot von ihrem Pult weggekippt. So, in einem kleinen lichten Tal am Fuß der Berge ist unsere Truppe hier angekommen. So, wir haben neue Strategien verfügbar. Sehr schön. Wir sind von einem Flyby beim Mimus zurückgekehrt. Dann haben wir das also auch erledigt. Wir sind von einem Orbit von Mimus nach Hause gekommen. Und Explore Mimus hat sich damit auch erledigt. Yep. Und dann haben wir es, ne? Was die Mission angeht. Und können recovern. Ich gucke nochmal schnell bei Science Here Now. Na komm. Dann muss unser Wissenschaftler wenigstens noch eine Sache tun. Nämlich das Surface-Sample von hier mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. So, weil das sind auch wieder ein paar Wissenschaftspunkte. Ob ich gerne auch in echt als Astronaut arbeiten würde, ich kann dir das schwer sagen, ehrlich gesagt, weil ich gar keine Ahnung habe. Ich glaube, Astronaut sein kann auch echt langweilig sein, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch super spannend. Man sieht bestimmt total spannende Sachen. Oh, mein Spaceport ist schon wieder überflutet worden. Ja, blub. Wir tauchen mal kurz ein in den Spaceport. Wir ignorieren das einfach, dass das Wasser heute ein bisschen höher steht. Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein absoluter Traum wäre, immer Astronaut werden zu können. Ich spiele aber total gerne KSP und ich würde sicherlich auch nicht Nein sagen. Das macht mich echt fertig. Zum Astronautenjob, aber dafür bin ich mittlerweile, glaube ich, einfach mal ein bisschen zu alt auch. Deshalb ist der Drops einfach gelutscht. So. Zack. Jetzt haben wir das hier noch. Ich würde sagen, wir schicken jetzt mal schnell den Satelliten rüber von der Kerbin-Umlaufbahn in Richtung Mond. Und dann hauen wir die Biologieforschungsstation hoch. Also das Segment für die Station. Und müssen mal gucken, dass wir da auf jeden Fall noch ordentlich Stromerzeugung ranbringen, sonst haben wir ein Problem. Wo ist mein Kerbin Moon Scan? Das muss das sein. Okay, und der hat eigentlich auch gerade einen ganz guten Winkel, dass das passen könnte, dass wir den zum Mond rausschießen.
Mal gucken, wie viel Delta wieder noch hat. Das könnte funktionieren mit ein bisschen Glück. Und Glück ist ja bekanntlich mein zweiter Vorname. So. Hier sind wir doch eigentlich durch. Das heißt, wir können jetzt, zack, Moon, set as target, schwupp, oh, wir sind ein bisschen spät dran, ne? Aber wenn wir jetzt auf den nächsten. Ah! Alter! Ich wollte da nicht hinwarpen. Voll verklickt. Hallo! Oh Gott. WC-Ente frisch. Und willkommen als Carbonaut. So. Ich probiere jetzt mal ganz stumpf einfach aus dem Orbit hinzufliegen. Oh, ist doch gar nicht schlecht. Das klappt wirklich. Brauchen wir 700 irgendwas Delta V und wir kommen in einem Vorbeiflug an, den man relativ gut, glaube ich, noch auf. Ja, das korrigieren wir dann mit Flight. Sehr schön. Okay, cool. Das sieht doch gut aus. Schönes Manöver. Schnell mal rüber geschwungen. Und dann können wir das kurz noch auf einen Solarorbit, auf einen Polarorbit korrigieren. Ja. Das heißt, wir warpen jetzt mal zum nächsten Manöver. Und schießen dann unseren Satelliten rüber. Nochmal hier die Polarlichter bewundern. Und Feuer frei. Das mit dem eine Minute vor das Manöver warpen hat irgendwie auch nicht so richtig gut funktioniert, ne? Irgendwie bin ich über den Node schon drüber. Aber gut. Aber gut. Ja, wenn ich vergesse zu bremsen, kann ich tatsächlich auf den Solarorbit korrigieren. Das würde auch Delta-V technisch auf jeden Fall noch hinhauen. Wobei wir auch immer noch auf dieser Übergangsstage sind, ne? Halt, warten Sie bitte. Ja, noch nicht ganz. Schwupp. Ja. Okay. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Haben wir das? Ich will auch nicht zur Space Station switchen. Ich würde gerne den Fokus hier verändern. Dankeschön. So, und dann machen wir es einfach so, wenn wir hier so unterwegs sind. Zack, Manöver in 4 Minuten. Das klingt doch gut. Focus View. Einmal rüber und dann ziehen wir uns den mal sauber unter den Mond drunter. So. Wow, das ist ganz schön viel Data wie. Och nö, ich glaube, das korrigieren wir dann einfach, wenn wir da sind, ne? Oder ich muss tatsächlich in Mitkurs reingehen, um da nicht so viel rauszuhauen für. Ja, das scheint besser zu funktionieren. Sehr viel besser mit sehr viel weniger Aufwand. So, und dann müssen wir den nur noch ordentlich runterbremsen. Dann war es das auch schon. Sehr schön. Gut, dann 6 Sekunden Burn. Ich probiere das mal nochmal mit zum Manöver warpen. Mal gucken, ob wir es heute mal hinbekommen. Unter den Mond. Warum auch nicht? Könnt ihr auch über den Mond. Ich will ja einen Polarorbit. Ich will ihn ja scannen. Und ob ich da von oben oder von unten anfange, ist ja eigentlich scheißegal. Um es mal ganz unfein zu sagen. So. Schwupp, diwupp. Und ich mache den Burn jetzt einfach hier, weil ich zu faul bin zu warten. So, das dürfte dann der Zeitpunkt fürs Staging sein. Ist er auch.
So, jetzt lassen wir die mal noch kurz laufen. So, ich darf jetzt noch nicht zu sehr abkommen. Ah, ich bremse das dann da. So. Genau, es ist über dem Südpol, aber unter dem Mond finde ich auf der Plane, wie wir gerade geguckt haben, völlig akzeptabel. Am Ende des Tages dient ja Kommunikation in geschriebener und gesprochener Form dazu, dem anderen ein Konzept mitzuteilen, wie man sich selber vorstellt, sodass er das gleiche Bild im Kopf erhält. Und wenn du in diesem Bild, was wir gerade vor uns hatten, unter dem Mond sagst, ist die Chance recht hoch, dass ich das gleiche verstehe, was du auch meinst. Von daher, Ladengru, sprachtechnisch komplett in Ordnung, was du abgeliefert hast. So, Analyze Data, da gab es ja nochmal irgendwie was gratis für. Und dann können wir den, glaube ich, erstmal abschalten. Wie diese Antenne blinkt. Diese Aktivitätslichter finde ich total gut. So. Gut. Strom ist jetzt auch erstmal fast alle. Den können wir erstmal ausmachen, genau. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach 3 Stunden oder so warten. In der Zeit können wir uns aber... Was ist das denn? Egal. Wir wollen ein Sphere of Influence Change hinzupacken, genau. Obwohl eigentlich wollen wir ein Bremsmanöver hinpacken. Schwupp. So. Manöver, Add Alarm, zack. Nicht mehr unser Problem. Gut, dann können wir jetzt nämlich mal dieses Biologielabor konzeptionieren. Um Pflanzungen zu machen. Eine Biologin haben wir ja schon oben. Ah, guck mal, das Wasser ist wieder zurückgegangen. Muss ich nur einmal gucken, wie die Undock-Punkte sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Construction Ports Junior genommen habe. Aber ich will einmal sicherheitshalber nachgucken. Nicht, dass wir oben feststellen, dass ich die falschen Docking Ports verbaut habe. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Und man kann es ja vermeiden, ne? Mit einmal nachgucken. So, also hier Construction Port Junior, okay. Da hinten ist gar keiner dran. Ha. Okay, da klemmt das Raumschiff zum Evakuieren dran, ne? Ja. Okay. Das heißt, wenn wir in die Länge bauen, was meiner Meinung nach Sinn machen würde, machen wir das über einen Construction Port. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier... Oh, der ist gut, Ian. Ich musste ihn tatsächlich gerade zweimal lesen, um so, hä, warum kann man auf dem Mond keine unterirdischen Basen bauen? Ja. Wobei ja unterirdisch sich eigentlich auf Erde bezieht. Also nicht auf die Erde als Planeten, sondern auf Boden in Form von Erde, oder? Und Boden, ja, Unterboden würde man es eigentlich nennen. Ich weiß es gar nicht. Kann man zu Erde auf dem Mars oder auf dem Mond, wenn man Erde mitnimmt, sagt dann immer noch Erde? Ja, Ebbe und Flut kenne ich, aber üblicherweise werden nicht ganze Space Center überflutet, habe ich gehört. Juti, jetzt schauen wir aber mal mit unseren krassen Wissenschaftspunkten, was wir so anstellen können. Wir haben ja hier ein bisschen was auszugeben. Ich bin momentan total heiß auf diese, heiß und Klick auf Heat Management, auf diese Schiene hier. Ich glaube, die ist echt spannend. Hier ist natürlich die Nom-O-Matic 2500, ist wahrscheinlich das Modul unserer Wahl für die Raumstation, vermute ich fast. Nom-O-Matic 25.000 sogar. Ja. Das hier interessiert mich natürlich auch, ne? Dieser Caribou-Expeditionsrover und so ein erstes Ranger-Habitation-Module, Emergency-Shelter, aufblasbare Agrikultur. Also das finde ich halt super spannend für unseren Kolonisierungsansatz. Das heißt, eigentlich würde es mich reizen, hier mal 300 Punkte rauszuhauen.
Ach, guck mal, hier sind auch Inflatable Storage Module, Auxiliary Dings. Bums, Storage Base für den Karibu. Also dieser mobile, der Karibu scheint auch so eine Art mobile Base oder sowas zu sein. Ich klicke da jetzt mal drauf. Ah, wir können aber noch nicht so was Teures erforschen. Aber jetzt mache ich hier mal die große Magie. Wir haben ja Geld verdient wie die Kaputten. Wir kaufen uns das jetzt einfach, dass wir das können. So. Hahaha. Niemand kann uns aufhalten. So. Oh, guck mal, da hinten geht es auch noch irgendwo weiter. Was passiert hier noch? Advanced Logistics. Verrückt. Duna Logistics Center. Okay. Also ich glaube, ich kaufe mir das schon mal. Oder? So ein Multi-Hub Karibu Expedition Rover. Das ganze Ding klingt für mich so, als ob man damit tatsächlich eine mobile Base hätte, mit der man rumfahren kann. Und ich würde da unglaublich gerne mit rumspielen, gerade für so Forschungszwecke. Ich kaufe das jetzt. Ich kaufe das jetzt einfach. Es ist mir egal, was ihr sagt. Und ich sage, ah, guck mal, was wir da freigeschaltet haben. Das sieht so nach richtigen. Oh, Tundra. Tundra klingt auch wichtig. Ah ja, die heißen jetzt Duna. Module. Das sind die Tundra-Module. Okay, das muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen. Ist aber für 1000 Research Points. Was ist das denn hier? Was sind das hier für Kategorien? Finde ich das ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Heat Management, weiß ich nicht. Brauchen wir schon Heat Management? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube noch nicht. Was kann man hier noch machen? Ah, guck mal, die wollte ich. Die finde ich cool. Hier. Dreidimensionale Truster-Blocks quasi, die auch nach oben gehen. Oh ja, die kaufe ich aus Prinzip, glaube ich. Inline Radiator Reaction Wheel. Was? Wie abgefahren. Ein Radiator mit einem Reaction Wheel. What? Mit einem 400er Reaction Wheel drin. Was zur Hölle? Ja, ich finde sie, ich darf sie ja cool finden. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich sie benutze. Oh, und ein VTOL Descent Engine. Okay, dann kann der Rover sogar landen, oder was? What the? Ja, okay, gekauft. Sowas von gekauft. Was gibt's hier noch? Ich würde gern eigentlich auch mal größere Docking-Ports gerne haben. Sprache und Fancy. Ich glaube, das spricht nichts dagegen, das mal zu machen. Ne? Das gibt auch einen Inline-Container. Used when you want your magnets to target a specific point. Magnete. Räder. Unten. Fairing. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, gekauft. Zack. Ist das hier? Verschiedenste Tanks. Interstellar Nose Tank X12. Okay. Scheinen wir auch irgendwas zu haben, was wir machen müssen. Spannender Kram. Spannender Kram. Habe ich schon große Triebwerke? Wahrscheinlich nicht. Wenn hier das Mainsail kommt, habe ich wahrscheinlich. Ja, ich habe halt das Skipper, ne? Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir tatsächlich mal große Triebwerke investieren und wahrscheinlich auch in die entsprechenden Fuel-Systeme, damit wir da mal vorwärts kommen, weil wir müssen ja tatsächlich große Teile nach oben bringen. Da hat der Jen nicht völlig Unrecht mit. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Heavy Command Modules. Orbital Operations optimized for. Ah, jetzt bleibt doch mal da. Extensive Fly-by-Wire-Systeme can even pilot a craft without crew. Okay, das heißt, da ist auch ein Probe-Core mit drin. Und ein Life-Support-Recycler, der 3 Crew mit 25% kriegt. Und kann. Okay, der kann sogar Target-Tracking. Das ist echt gut. Und das Ding hier. Oh, 6 Leute. Auch nicht schlecht. Und der kann 7 Leute mit 50% Life Support Recycling versehen. Das ist natürlich mal eine Ansage.
Kann der auch? Remote Pilot Assist available. Das heißt, der kriegt auch wieder irgendwelche Manöver dazu. Nee, der Pilot kann wahrscheinlich dann irgendwie Drohnen steuern. Also hier Probes steuern, vermute ich mal. Minimum Pilots on Vessel 3. Ah, okay. Probe Control Point. Damit kann man Probes kontrollieren. Ah ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was es nicht alles gibt. Hier sind schon wieder unsere... hier sind aber viele Nukleartriebwerke. Okay, ich glaube, das muss ich mal in Ruhe durchlesen. Ich glaube, damit wir das heute noch schaffen, machen wir jetzt mal unseren Hydroponics-Kram fertig. Und ich überlege mir ein andermal, wann ich, wie, warum und wieso irgendwelche Sachen anbastle. Okay, also, ich glaube, ich tendiere dazu, das Ganze bemannt zu machen, weil das mit dem Andocken einfacher geht. Und wir machen uns eine ganz einfache kleine Rückkehrkapsel für unseren Pilotenstart klar, damit er auch wieder nach Hause kommt in einem Stück. Ohne großen Firlefanz, da kommt dann einfach hier so ein bisschen ein Decoupler drunter. Und dann haben wir da unsere, ich sag mal, Rückkehreinheit. Wir nennen das Ganze das Biologie-Labor. So, eigentlich ist es eher eine kleine Farm, aber da das irgendwie was mit Biologie zu tun hat, benennen wir es einfach auch so. So, dann machen wir da ein bisschen Life-Support dran. Irgendwie hier so, kriegt er 2 Packungen oder sowas. Wie lange hält es dann? 18 Tage, ja. Ich muss das überhaupt nicht haben. Wir sind. Der hat doch irgendwie so 15 Tage. Jetzt verhungere ich halt Dings. Wir leben einfach mit den 15 Tagen. Jetzt verhungere ich Dings. Das reicht. So, und dann kriegt er einen ganz kleinen Rückkehrtank, um nach Hause zu kommen. Was ist das popeligste Triebwerk, was wir haben? Das da. So. Ja, 900 Delta V. Damit kann er locker wieder nach Hause fliegen. Gut, jetzt machen wir da dran mal den Part, mit dem wir eigentlich arbeiten wollen. Schauen, ist das die richtige Größe? Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jo, jetzt gucken wir mal, wie groß dieser Live-Dingsbums Nom-O-Matic 25.000 i ist. Ja, so ich befürchtet hatte, ziemlich groß. Ist aber gar nicht so wild, weil wir ja einen Dockingport haben. Zack, zack. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Wartet mal, weiß ich wirklich, was ich tue? Nein, ich weiß nicht, was ich tue. Wir müssen ihn wahrscheinlich von hier holen und wir müssen den Junior nehmen. Leider erstmal. Zack. Dann kommt noch ein Junior ran, weil... Nee, wartet mal. Das war komplett richtig, was ich tun wollte. Verdammt. So. Ich will nämlich einen Construction Port, aber ich möchte den gerne, wartet mal, so rum haben. Genau, und ich gehe jetzt hier vom Junior weg, weil das wird nachher das Ding, das wird die Seite, die nicht angedockt ist. Also ich schiebe das Teil quasi da drauf. Da fällt mir übrigens ein, dass ein Reaction Wheel noch eine gute Idee wäre, wenn man sowas machen will. Zack, zack. So. Und an der Seite bauen wir uns tatsächlich einfach nur so einen kleinen... Jetzt lass mich mal gucken, ob ich mittlerweile schon irgendwie eine anständige Batterie habe. Nee, ne? Immer noch so Firlefanz. Okay. Hilft nix. Wir können gleich noch den Platz nutzen. Gut, das heißt, wir bauen jetzt hier... aus der Construction-Kategorie ein Junior an. Das wird die Seite, mit der wir tatsächlich an der Station andocken hier. Und wir autostrutten das gegen das Root-Part. Dann wackelt da auch nichts. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ich habe ja jetzt auch super coole RCS-Düsen mir gekauft. Die können wir jetzt direkt mal benutzen. Wie geil. Ich mag sie jetzt schon. Finde ich total gut. Die Dinge. Total gut. Wie sie einfach mal in alle Richtungen zeigen.
Kann ich die runde Batterie scalen? Habe ich das nicht schon mal probiert? Ich glaube, die Diskussion kommt mir unglaublich bekannt vor. Es wäre natürlich gut, wenn das funktionieren würde. Ach doch, die ging zu scalen. Wow, völlig überdimensioniert. Total gut. So. Sehr schön, danke für die Erinnerung oder den Tipp oder wie auch immer man es nennen will. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir hier einfach auf der Ebene direkt auch 1 Milliarde Solarpanels nochmal mit. In der Hoffnung, dass das irgendwie unsere Kiste ein bisschen stabiler macht. So, und jetzt müssen wir den ganzen Hobel nur noch nach oben bringen, oder? Das ist doch eigentlich alles ziemlich, ziemlich straightforward. So. Construction Junior Port. Zack. Zack.